Willkommen in Melbourne. Das Qualifying für den Großen Preis von Australien sollte jeden Moment losgehen. Bald werden wir erleben, was diese Boliden wirklich auf der Strecke leisten können. Was erwartet uns im kommenden Qualifying? Ich glaube, wir sind uns einig, dass das Kraftpaket von Mercedes dieses Jahr besonders stark sein wird. Aber ich würde Red Bull und Ferrari noch nicht ganz abschreiben. Wir wissen ja, dass sie das Talent und die Ressourcen haben, mit jedem Problem fertig zu werden. Sie fangen vielleicht langsamer an, aber ich erwarte, dass sie zum ersten Rennen in Europa mit einigen großen Updates aufwarten können. Ja, den Kopf nicht in den Sand stecken, sondern in den Reifen. Okay, du solltest es mit links in die nächste Runde des Qualifyings schaffen. Versuch also früh eine gute Runde hinzulegen, damit wir die Reifen schonen können. Der Mechaniker, ja. Und damit hallo allerseits und willkommen zur Zeitenjagd aus Melbourne. Reifensatz 3, sehr interessant mal wieder. Halt, ich wollte die härteren ausprobieren mit dem Ferrari. Sollte das möglich sein? Ja, Setup-Controller. Unser Mechaniker hat den Wagen sehr genau, den Reifen vor allen Dingen sehr genau inspiziert. Sehr schön. Das nenne ich einfach mal Einsatz. Was nehme ich jetzt mit? 10 Kilogramm waren 6 Runden. Mit den härteren bleibe ich mal bei 10 Kilogramm. Und wir fahren raus. Ich kümmere mich um die Änderungen. Fertig, bereit. Das Wetter ist hoffentlich auch bereit. Bereit für Sonnenschein und nicht eher für Regen. Hätte ich nochmal gucken können auf dem Monitor, werde ich aber gleich mal bei Jeff nachfragen. Dann hätte ich nämlich die gelb markierten aufziehen müssen. Ist nicht viel los. Das sollten wir vielleicht nutzen. Ja, der erste Ernstfall. Nach dem wieder etwas freien Training mit Leermaterial. Okay, erster Gang ist uns auch neu, aber ich habe den Wagen nicht verloren. Wie das hier gerne mal in der Ausfahrt in Australien üblich ist. Wetterbericht. Es sollte nicht regnen. Puh. Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Da bin ich ja beruhigt. Und dann kann ich hoffentlich heute zeigen, was schon in diesem Wagen und eben mit mir drinsteckt. Hinsichtlich Platzierung, zumindest hier beim Saisonauftakt. Malaysia wird deutlich schwieriger werden. Ist für mich zwar auch eine sehr schöne Strecke. Und dann Shanghai eher gar nicht, noch schwieriger. Aber hey, das ist Zukunftsmusik. Wir lauschen einfach mal der Musik des Wagens, wenn man das denn Musik nennen kann. Er klingt für diesen halben Elektrokram von den Ferrari-Motor nicht schlecht. Also gibt schon Schlimmeres. Den Honda-Motor fand ich auch ganz gut. Aber ich hätte gerne wieder V10-Motoren. V12, die habe ich damals noch kennengelernt. Aber V10, die fand ich, ja, eine gute Mischung. Meiner Meinung nach das Beste, aber eher erleben wir nochmal ein ordentliches Qualifying-Modell als wieder V10-Motoren. Bin ich mal gespannt. So leicht war der Wagen noch nie an diesem Rennwochenende, aber die Reifen waren schon mal besser. Aber ich sollte so gut sein wie bisher noch gar nicht mit der hoffentlich ersten schnellen Runde. Jupp. Ich habe nichts gesagt. Boxenausgang. Eieieiei. Boxenausgang hinbekommen. Oh, schönes Grün. Und dann das. Ich werde den Reifen noch eine Chance geben. Oh Mann, jetzt muss ich eine ganze Runde zurückfahren. Es fängt mal wieder gut an, aber das sind so Geschichten, die einfach der Saisonauftakt schreibt. Ich hoffe, das war's dann mit blöden Aktionen meinerseits. Dann im Rennen. Wir gedenken ganz besonders an die letzte Saison, an die Saison mit dem Toro Rosso konnte ich nichts für, als uns Perez gedreht hat. Eieiei, hinten kommen welche, die schon auf einer schnellen Runde sind, deswegen werde ich die nächste Kurve abkürzen. Sofern ich die überhaupt bekomme. Jo. Fahrt mal vorbei. Ich muss mich aber auch beeilen, ich will ja schnell wieder rein. Ich komme bloß nicht um die Kurven ohne Frontplatte. Fehlt mir gänzlich. Beinahe hätte ich noch das Abu Dhabi-Szenario gemacht. Mit Wagen weggeschmissen und ausgeschieden. Hat mich jetzt auch gerade spontan an die Aktion mit Ralf Schumacher und Rubens Barrichello hier damals im Rennen erinnert. Als Ralf Schumacher dem Ferrari drauf ist und die beide eben da in die Auslaufzone sind. So, du fährst auch schön vorbei. Jetzt muss ich aufpassen, diese Kurve hier. Das kürze ich gleich wieder ab, weil da kommen die nächsten. Fahren jetzt sowieso außen.
Oh. Nächste Gruppe, da will ich lieber außen ins Kies fahren. Das mache ich jetzt bewusst, weil ich will die nicht behindern. Wir können hier im Kies im Spiel nicht stecken bleiben und deswegen nutze ich das einfach mal, um den Platz zu machen. So, mit den Reifen will ich schon mal rausfahren. Ich hoffe, die haben uns nicht zu viel abbekommen mit stehenden Rädern. Eieieiei. So habe ich mir den Saisonauftakt nicht vorgestellt. Dann werde ich auf jeden Fall weniger Sprit mitnehmen, weil eine Runde wird auf jeden Fall abgezogen. Ich gebe mir maximal 2 Runden mit den härteren Reifen. Wenn es dann nicht klappt, fahre ich nochmal die gelb markierten. Aber mit 4 Stops rechne ich hier nicht, als dass ich da so großartig Reifen sparen müsste. Hinter uns wartet jemand. Vettel. Ah, dort vorne am Kommandostand gab es gerade eine weiße Einblendung. Oder hat sich da einfach bloß die Grafik geändert? Eine Textur? Also klar wird sich eine Textur geändert haben. Aber war das jetzt gewollt vom Spiel oder nicht? Kann ich nicht sagen. Mir ist es einfach bloß so im Augenwinkel aufgefallen. Ah, wir sind letzter. Kann es ja schon mal schlimmer, nicht schlimmer werden. Wobei, klar, ausscheiden. So, jetzt darf ich endlich drücken. Schnell, ich hab's verbockt. Ich muss weiter. Ja, die Reifen nehmen wir nochmal. Und raus. Alles fertig. Wir sind bereit. Ja, Jeff ist ja auch noch da. Ich habe ihn noch nicht stumm geschalten. Da fährt der Männer rein. Ich will. Warum ist der Wagen noch nicht an? Hat zumindest nicht wirklich laut von sich gegeben. So, Ausgang aufpassen. Sehr gefährlich hier, warum auch immer. Ja, erster Gang vielleicht manchmal, wie in Singapur. Diesmal der zweite Gang. Verstehe, wer will. Ja, die Fans freuen sich. Ja, mit dem blöden Australien und Bahrain Qualifying-Modell der echten 2016er Saison wäre mein Qualifying nach 5 Minuten, wow, eine 5, 6, 7 Minuten Folge einfach zu Ende, weil ich der Erste gewesen wäre, der ausgeschieden wäre. Glaube ich nicht, vor allem gute Arbeit, als ich gerade die Wiese wieder kennenlerne. Lass mich in Ruhe. Ist angekommen, bestätige. Top. Wir müssen ja bloß 15. werden. Das sollte mit einem Ferrari auf den härteren Reifen auf einer nicht schlimmen Strecke möglich sein. Auch wenn die weicheren fast 1,2 Sekunden schneller sind. Wetter wird besser, wie es scheint. Wetterbericht. Das Wetter sollte erst einmal trocken bleiben. Wenn sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid. Wunderbar, Strecke ist jetzt leer, weil die eben alle drin sind. Die haben ihre schnelle Runde schon gedreht. So, dann meine ich wieder den Ausgang versauen. Sind doch nicht alle in der Box, oder? Da ist eine Lücke mittendrin. Na egal. Zu spät eingelenkt. Und da kommt der Wagen wieder rum, dann gehe ich lieber vom Gas. Ja, die Runde ist eigentlich schon mal im Eimer. Ja, sie trotzdem voll zu Ende fahren und die nächste auch noch. Da komme ich mit den härteren auf jeden Fall in den Qualifying-Rhythmus. Das war nicht der Rhythmus. Läuft noch nicht. Wird aber noch laufen. Versprochen. So, wieder der längere Weg und auch nicht Vollgas da hinten. Wie ich es da sonst fahren könnte. Ja, vierter Gang mit den Reifen fühlt sich gerade gar nicht so gut an. Dritten Gang will ich da aber auch nicht verwenden. Ist mir im freien Training klar geworden. Hier wollte ich nicht den achten haben, habe ich jetzt auch nicht verwendet. Knapp an der Bande vorbei. Die Wolkendecke lockert sich. Ja, wenn, dann muss ich da den fünften Gang eher wählen. Mit den härteren versuche ich jetzt mal den dritten. Mit den weicheren würde das der vierte sein. Ist noch alles andere als schnell, was ich hier gerade fahre, aber ich bekomme gerade den Rhythmus rein.
Ja, Rosberg schon mit der 1,27 vorbei und wir locker mal 4 Sekunden langsamer. Gute 4 Sekunden. Jetzt komme ich da aber wieder zu weit nach außen. Im vierten Gang wohlgemerkt. Muss ich mal kurz lupfen, habe ich zu spät eingelenkt. Hier will ich auch nicht den achten Gang verwenden. Jetzt komme ich auch wieder zu weit raus, nicht gut. Den dritten Gang will ich hier schnell loswerden, den vierten auch relativ schnell, aber nicht so schnell wie den dritten da. Etwas zu früh der fünfte. Deutlich verbessert muss ja auch sein. Ich würde mit den Reifen gerne weiterkommen, das muss auch möglich sein. Ein leichtes Kies war jetzt nicht so schlimm. Hinten werde ich auf jeden Fall Zeit liegen lassen im Vergleich zur Konkurrenz. Ja, die Runde wird besser, aber da ist auch noch was drin, auf jeden Fall. Nur 14. Platz ist mir zu wenig. Ist ja auch eine miserable Rundenzeit, schaut mal. 1,29 mit den härteren ist das nix. Jetzt noch 15. Denn Ricardo sollte ja noch nach vorne fahren. Dann gehe ich hier, weil ich nicht mit 4 Stops rechne, jetzt gleich mal auf Nummer sicher und die weicheren raus. Aber die Sonne kommt jetzt schon deutlich mehr vor. Dann fahre ich eben bestenfalls nur eine Runde mit den weicheren. Und dann kann ich die ja noch gut im Rennen verwenden. Mit dem Red Bull brauchte ich nicht diesen Reifen, weil wir generell einen Reifensatz gespart haben. Aber mit dem Ferrari wird das ein oder andere Mal wirklich nötig sein. In Q1 einen Reifensatz zu sparen. In Österreich zum Beispiel. Auf der kurzen Strecke sollte aber auch was mit den Primes, mit den gelb markierten, was drin sein. Ist etwas erschreckend, dass ich mit den härteren gerade nicht weiterkomme, aber eine gewisse Lernphase ist es. Ja, erster Gang, Lernphase ist mit dem Wagen auch noch. Klar, Freitraining hatte ich schon, habe ich auch ganz gut genutzt, um auch wirklich mal ein paar Ecken kennenzulernen. Ich denke mal so, nach Malaysia soll ich den Wagen schon ziemlich gut kennen. Ansonsten die Feinkniffe, die kommen dann einfach im Laufe einer Saison. Klar, mir steckt immer noch der Red Bull drin. Und, die gelb markierten bei beiden McLaren. Was, waren wir gerade in Ghost Car? Auf jeden Fall sah das sehr interessant aus. Daniel Ricciardo wird auch mit den härteren fahren, nehme ich an. Und er wird es gerade nicht schaffen. Mir gerade so, aber darauf werde ich mich hier im ersten Rennen in Australien nicht verlassen. Hier ist Q3 drin. Wir müssen schnell rausfahren. 5 Minuten nur noch. Hätte jetzt mal noch schauen sollen, wie viel Sprit ich noch drin hatte. Gut. So. Direkt wieder raus. Da gebe ich mir einfach mal nichts. Und kommt jemand? Nö, raus dann. Ja, der Sprit, jetzt aktualisiert er sich erst. Auch interessant. Wackere nicht so mit dem Lenkrad. Erster oder zweiter Gang? Ich tippe erster. Naja, zweiter. So, da ist Vettel. Ein Blick in den Rückspiegel. Ja, im rechten würde ich weniger sehen als mit dem Red Bull. Also sehe ich auch weniger. Fällt mir gerade mal so auf. Da verdeckt die Anzeige. Drehzahlmesser. Doch noch mehr. Hinter uns alles Picobello. Vor uns ist Vettel gewissermaßen in einem Auflauf. Auflauf. Yummy.
fühlt sich mal deutlich besser an und ich hoffe, ich kann mich jetzt natürlich deutlich in den Top 10 platzieren. Mit der Runde. Lass uns mal etwas Abstand da vorne. Wer weiß, was Vettel da gleich noch liegen lässt und wie nah wir den kommen. Ich habe die Zeit, deswegen nehme ich sie mir auch. Wenn ich noch nicht ganz am Ende dieser Runde hier bin. Erstmal abkürzen. Wollte ich noch korrigieren, habe es aber nicht mehr hinbekommen. Und dann muss ich eben zusehen, nicht so weit nach außen zu kommen. Aber die Runde zählt ja nicht. Ja, hier kann ich den vierten nehmen. Strecke frei. Wunderbar. Vettel jetzt mit der schnellsten Runde, weil er auch die weicheren drauf hat. Mit den weicheren kann ich da überlegen, den fünften Gang zu wählen, mit einem Lernwagen allemal. Tick zu spät. Gebremst. Das war schön durchfahren, finde ich. Hier kommen wir jetzt fast in den achten. Nicht abkürzen, nur eine gute Sekunde gefunden. Der Reifen ist 1,19 Sekunden schneller. Da war mal wieder der achte Gang. Und der war nicht gut. Hat aber das Gefühl, dass der Wagen da deutlich eher in den achten kommt. Hier deswegen jetzt schlechter. Aber nicht wirklich viel schlechter. 18. haben wir noch Vorsprung auf unsere bisher schnellste Runde. Auch die Ecke hinten sollte schneller sein. Vettel düst rein. Einmal der Runde sollten wir weiter sein. Die Wiese war jetzt nicht so schön. 1,24 jetzt schon. Ja. Eine schnelle Runde hat gepasst. Ich hätte es auch mit den härteren geschafft, aber im ersten Rennen, im ersten freien Training, naja. Dann kommt wohl bei mir noch einiges zusammen. Also Verstappen noch vor uns, der muss dann hinter uns liegen, aber auch die Rundenzeit ist noch deutlich ausbaufähig. Ganz klar, also mit der Rundenzeit würden wir im Rennen nicht viel reißen. Also in Relation mit dem Tank. Kommt ja auch noch hinzu, das Gewicht da. Wetterbericht. Das Wetter sollte trocken bleiben. Wir halten dich über jegliche Wetterwechsel auf dem Laufenden. Mit dem Red Bull bin ich ja auch gegen Ende des Qualifyings so richtig reingestiegen. Kommt vielleicht mit dem Ferrari auch noch. Da haben wir uns ja auch von Kimi ziehen lassen. Das war doch mit dem Red Bull, oder? Das war nicht mit dem Force India. Abgesehen von der McLaren-Saison konnten wir bisher immer unseren Teamkollegen in Australien schlagen, ne? Also mit Sainz, weiß ich noch, yep. Mit Perez meine ich auch und ja, ganz klar, mit Kvyat auch. Dann wäre es ja schön, das hier auch wieder zu tun. Muss ich mich eben aber noch eine ganze Ecke strecken. Massa nur hinter uns, nun gut. In Q1 sind die Positionen nicht so, wie sie dann in Q3 sein werden. Wir werden eher noch Fahrer behindert und das kommt dann eben auch zum Tragen. Also noch kein Q1 mit härteren Reifen und dann Vorspulen. Das kommt aber noch. Da werden wir bestimmt noch einige erleben, weil der Wagen ist einfach zu schnell, als dass ich da wirklich überwiegend die härteren Reifen in Q1 nehmen werde und damit nicht weiterkommen werde. Da kommt ein Toro Rosso. Und da... War das jetzt ein Lotus? Ich meine ja, der rote Heckflügel. Ordentlich Verkehr. Wenn die noch eine angebrochene Runde gehabt hätten, fahren sie auf jeden Fall nicht zu Ende. Da war auf jeden Fall ein Lotus. Hatte der die Nase dran? Das sah auch sehr seltsam aus im Augenwinkel aus. Oh, wir dürfen noch gucken. Okay. Karriereflagge schon geschwenkt. Mal wieder dürfen wir gucken. Will gar nicht wissen, wie viel Abstand auf Vettel, aber das wird nachher viel zu viel. Ein Reifensatz, als ob er die rot markierten hier fahren würde.
Also Verstappen, Perez. Vor allem eben Verstappen sollte ich im Qualifying schlagen. Er ist nicht weit weg und Perez ist auch drin. Also an sich sollte sogar eine 26er mit weicheren drin sein. Vettel macht es ja vor. Eine 27 tief auf jeden Fall. Eine Sekunde will ich mich doch noch verbessern. Achso, wir haben noch verbleibende Zeit. Karriereflagge war, weil Runde. Ist mir eigentlich schon egal. Ich bin weiter. Wir sind weiter. Aber einen Reifensatz werde ich mir nicht mehr angucken können. Zwecks Abnutzung. Schöne Überblende. Die Enttäuschung des Qualifyings ist das Aus von Daniel Ricciardo in der ersten Runde. Was für ein Rückschlag für den Australier. Oh. Ja, da hätten wir es doch wirklich mit den Reifen schaffen können. Denn Ricciardo hat sich nicht verbessert. Bottas quert und Dan Ricciardo ausgeschieden. Jeweils auf den weiß markierten, auf den Primes. Also Mary Stevens 19, 20 umgedreht und dann Bottas auf der 18, Noah und eben auch quert, ja, auf der 17 und Dan Ricciardo auch so überraschend auf der 16. Button, Maldonado, Alonso und auch beide Sauber sind weitergekommen. Na, dann sollten wir Q3 auf jeden Fall erreichen, wenn Dan Ricciardo und eben auch Valtteri Bottas nicht mehr dabei sind. Regnen sollte es auch nicht, das Wetter ist ja besser geworden. Jo. Gib mal her, ich muss noch anpassen. Eine Runde gebe ich uns nur. Reifensatz 4. Sechs, ich werde mal 7 probieren. Wobei mit 8 konnte ich ja schon 2 Runden fahren. Dann 6. Bereit? Ja. Du auch, Jeff? War das eine Frage oder ein Ausruf? Die Flasche geht doch zu. Die Saubers freuen sich ja auch, weitergekommen zu sein. In echt haben sie ja aktuell einen schwierigen Stand. Die auch Ferrari befeuerten. Zweiter Gang wieder, okay. Hier, Boxengassenausfall, werde ich es hoffentlich nicht drauf ankommen lassen. Mit direkt in die Mauer, noch innerhalb der weißen Linie und dann später mit einer Kollision im Rennen. Nee. Glück ist soweit gut, finde ich mich damit ab, die will ich auch behalten. Meine Nase will ich auch behalten. Ich sag's ja da, die hohen Randsteine. Ab nach links kann es da gehen. Lass mich in Ruhe. Bestätige. Das passt einfach so gut mit Kimi. Das war jetzt mal bewusst der zweite Gang. Hinter uns, die kommen näher. Finde ich jetzt aber nicht weiter schlimm. Mit dem Ferrari kann man auch einiges rausholen, außer es ist ein Mercedes oder Vettel hinter uns. Das wäre nicht so schön. Lass mal abkürzen. Hier werde ich dann den vierten probieren. Mit dem so leichten Wagen. Und dann mal los. Eine 1,27er Minimum, bitte. Das war eine Bestellung an mich selbst. Das kommt ja wirklich an. Das ist ein wirklicher Mercedes, ey. Ich glaub's ja nicht. Oh, jetzt muss ich hier den weiten Weg fahren, weil ich auch keine Kollision möchte. Gut, die Runde sind nicht im Eimer. Der Ferrari kann das gut machen. Der Stern macht sich breit, aber soweit die Strecke bekommen. Der ist aber näher rangekommen. Nicht zu viel Randstein mitnehmen. Und da auf dem Randstein aufpassen beim Ausgang. Das wird er ja auch wieder probieren. Wenn dann außen. Mann. Claire will auch schnell fahren. Mich hat es jetzt weniger Zeit gekostet, ihn deutlich mehr.
Hier sollte er uns nicht mehr angreifen, außer er dreht uns noch. Ah, schön früher Vollgas. Ah, zu freien gelenkt. Dann nehme ich als Kompromiss gerne etwas Wiese mit. Jetzt geben wir denen mal noch Windschatten. Oh Gott, die Rundenzeit ist nicht gut. Oh, hat er gerade aufgesetzt? Oh, hallo Vettel. Oh, noch einer. die drei schnellsten Wagen waren hinter uns. Ich glaub's ja nicht. Habe ich jetzt umgeschaltet? Nee. Ich wollte jetzt lieber nicht mit Vettel zusammenkommen. Ja, Rosberg war hinter uns. Perez, zeitlich gesehen vor uns. Die Runde war nix. Ich musste mich teilweise auch immer so blöd verteidigen gegen Rosberg. Aber selbst schuld. Ich wüsste gerne mal von Jeff immer in der Aufwärmrunde, welcher Fahrer gerade auf der Strecke hinter uns ist. Gut, mit dem Ferrari ist es nicht weiter schlimm. Da gibt es eigentlich bloß ziemlich wenige Fahrzeuge, die uns sehr gefährlich werden könnten. Dann ganz klar die beiden Mercedes und unser Teamkollege Vettel, Williams und vielleicht noch die beiden Red Bull. Die sind ja schon ausgeschieden, Bottas auch. Aber ansonsten gibt es da nicht viele Optionen, die uns da wirklich einholen könnten. Auf jeden Fall sollten sie das nicht. Grosjean hinter uns. Könnte doch bedeuten, weiterkommen. Bald drei. Zwei Wagen mit Bottas und Dan Ricciardo sind ja schon raus. Also werden zwei Fahrer weiterkommen, die normalerweise nicht in Q3 sind. Verstappen, Grosjean vielleicht. Ich werde wohl nochmal rausfahren. Also bei drei Stops brauche ich eigentlich zwei frische Reifen. Ich kann im Rennen noch den aus Q1 verwenden. Mit dem Reifen starten wir vielleicht. Oder mit dem Reifensatz, den ich jetzt gleich nochmal aufziehen werde. Werde ich schon mal raus, wenn ich schaue es mir erstmal auf dem Monitor an. Jetzt dauert das hier noch so ewig. Jetzt fahren wir rein, jetzt müssen die erst wieder rausmarschieren, unsere Leute. Der eine kommt bestimmt wieder hier vorne ums Auto gehuscht. Ganz blöd, genau der da. Ich verstehe das nicht, was der macht. Der geht den viel längeren Weg. So eine Doofnase. Wir können doch schon mal anfangen. Aber es gibt noch ein paar, die noch nach mir rankommen. Da vorne eben. Da wird noch abgefrühstückt. Also Perez, wenn ich nicht großartig weit hinter ihm bin, dann kann ich diese Zeit doch stehen lassen. Hätte ich die weicheren Reifen in Q1 nicht aufgezogen, wäre ich auf jeden Fall nochmal rausgefahren. Jetzt hier mit einem Reifensatz. Jetzt werde ich mir nochmal die Zeiten anschauen. Fährt er erst wieder raus, unser Teamkollege. Ich werde drücken, danke. So, Grosjean. Ja, die sind nicht weit vor uns. Ganz und... ja, hinter uns. Ja, aber auch Perez ist nicht weit vor uns. Und da eben schon Bottas, den Ricciardo raus sind, Verstappen. Oh Gott. Also, Rosberg wird noch nach vorne fahren. Ansonsten Hülkenberg vielleicht und ansonsten eher niemand mehr. Dann sind wir Siebter. Grosjean, zwei sind eben ausgeschieden. Beide Red Bull und eben auch ein Bottas. Deswegen sollten wir dann doch weiterkommen. Hier nicht viel Vorsprung, hier auch nicht. Carlos Sainz auch nicht. Es ist nicht viel, aber es sollte reichen. Wir werden hier bei 29 Runden drei Stops fahren müssen. Drei Stops, bestenfalls 7, 14, 21 bietet sich hier an. Ja, da werde ich auf jeden Fall meine beste Rundenzeit in Q3 hinlegen, sofern wir da noch fahren dürfen. Vettel deutlich vor uns, wieder diese 1,2 Sekunden, aber meine Rundenzeit war ja auch so nix. Rosberg, du! Na, ich riskiere es wohl heute mal. Eben Hinblick, dass wir hier nicht diesen absoluten Reifenschoner haben, Red Bull, und auch keinen McLaren. Dafür aber auch einen guten Ferrari, der geht nicht großartig verschwenderisch mit den Reifen um. Ich kann es mir eigentlich eher weniger erlauben, als Vettel hier nochmal drin zu bleiben, aber ich werde mal ganz provokant mich auf Q3 vorbereiten. 6% jeweils.
Hätten wir die beiden für das Rennen und Reifensatz 5, den bekommen wir hoffentlich noch, weil Q3. Dann nehme ich auch mehr Benzin mit, das hat gereicht für 2 schnelle Runden. Werde ich mal 9 Kilogramm mitnehmen, fürs erste, vielleicht fahre ich nochmal raus. 9 Kilogramm für Q3. Werden wir dahin kommen. So, einige Minuten. Aber in Q1 nicht vorgespult, aber in Q2. Schon komisch, ne? Dann schauen wir mal auf die Streckenkarte. Dann wird es vielleicht etwas spannender. Wir sehen zwar da noch unser Ziel. Okay, Platz 5. Und eben auch unsere Zeit und unseren Rang. Wir sehen auch da die... Na, ja, ist auch nicht so gut. So spannend ist es gar nicht. Da fahren aber welche rein. Wir sehen ja auch hier noch die Fahrernamen und eben auch die Platzierung. Aus der Musik könnte man da auch einen Song für F1 2015 machen. Mit Songtext? Na, ich weiß ja nicht, das geht mir irgendwie zu schnell. Rang 7, Rosberg noch nach vorne, nehme ich an. Ich denke, Fernando Alonso wird alles andere als erfreut über sein Qualifying-Ergebnis sein. Er ist nicht in den Top 10 und muss morgen hart arbeiten, wenn er dieses Wochenende noch irgendwie retten will. Also ausgeschieden, Jenson Button, Maldonado, Nasser. Eine sehr gute Platzierung, Platz 13, aber es kommt noch besser. Erstmal Hülkenberg die 12, ein sehr starker 11. Platz für Alonso und Marcus Ericsson mal wieder. Und diesmal erleben wir ihn auch in Q3. Carlos Sainz ist auch noch dabei, es räumt sich. Beide Toro Rosso und auch Romain Grosjean. Das Ziel hier sollte möglich sein für Q3. Muss ich mich auf jeden Fall noch reinhängen und ich muss auch eine ordentliche, eine freie Runde hinbekommen. Aber jetzt habe ich mehr Schuss. Eigentlich bin ich eher besser, wenn ich bloß einen Versuch habe in Q2. Hat sich schon oft bewährt. Ich vertraue dem Spiel nicht. Ich werde mal kurz drüber schauen. Vor allem will ich auch nochmal die Reifenabnutzung angucken. Jetzt gibt er uns den 5. So wie ich sie auch gerne habe, weil ich denke mal einfach, Reifensatz 5, wenn die so nebeneinander in der Box stehen, dann kommt ein Pirelli-Mann an und muss einfach den 5. nehmen und der ist einfach der Erste, wenn er in die Box reinkommt. Der hat es nicht so schwierig und ich vertraue denen auch einfach nicht, als ob die großartig mitdenken würden. Ist einfach meinerseits eine kleine Spinnerei. Deswegen nehme ich gerne den 5., auch wenn es Schnutzpiep egal ist. Es kommt darauf an, welcher Reifensatz zuerst in Q3 genommen wird und ein Mercedes kann uns schon mal nicht behindern. Einer. Klingt sehr interessant, das Wägelchen. So, ich nehme an, Gang 2. Es gibt ja die 1. 2. Jupp. Kommt aber leichter Sack. Sehr giftig hier. So, Strecke sieht gut aus, da will ich auch bleiben. Dann fahre ich jetzt einfach mal auf Marker, so schnell es geht. Sollte jetzt kein Problem sein. So, mal bewusst der 3. Gang. Lass mich in Ruhe. Alles klar. Keine Wolke am Himmel, aber Wetterbericht bitte. Im Moment haben wir ein geringes Regenrisiko. Wir sagen Bescheid, falls sich etwas ändert. Finde ich wunderbar. So kann es auch gerne im Rennen sein. War jetzt nicht sauber durchfahren, das schon eher, war auf jeden Fall die 2., die Rechtskurve kein Abkürzen. Nochmal bewusst der 3. Gang, um vielleicht die Hinterreifen etwas aufzuwärmen. Etwas mehr aufzuwärmen. Nochmal eine kleine Kontrolle, ob das wirklich auf Fett steht. Das Benzingemisch. Los. Hier nicht zu sehr auf den Grünstreifen. Wir haben schon gesehen, was das ausmacht. Der Wagen zieht sich da gerne rum. Schön spät angebremst, noch gut.
Na, jetzt wieder fast zu weit rausgekommen. War aber noch im Rahmen. Nicht zu sehr auf den Randstein. Super. Früher der Vierte, weil ich da auf jeden Fall links auf dem Randstein war. Da muss ich etwas vorbeugen. Jetzt komme ich zu weit aus, nicht Kurve zu spät genommen. Dafür nicht abgekürzt, aber auf jeden Fall Zeit liegen lassen. Hier wollte ich hier den Vierten behalten, früh voll aufs Gas. Hier etwas Grün mitnehmen kann ich schaden. Wenn man das Gaspedal ganz gut hält, ist das kein Problem in dieser Kurve. Aber eben nicht abkürzen. Vor Verstappen immerhin. Aber es soll noch besser werden. Das war eher abkürzen. Habe ich jetzt mal kurz gelupft. Das habe ich gesehen. Habe einen kurzen Blick auf den linken Reifen geworfen. Und auch spät der ist jetzt aufgemacht. Ja, die Runde wird wohl nix. Ich fahre sie dir noch zu Ende. Der Reifensatz gibt das ja her, weil er eben gestellt ist. Perez auch hinter uns. Finde ich super. 1,27 mittig. Ist ja schon mal das Beste hier. Oh, dennoch Verbesserung. Hat sich der achte Gang gerade ausgezahlt gemacht, weil ich kam da jetzt locker hin. Reifen wieder leicht stehen lassen, das war eigentlich noch so am Limit, wo es nicht schlimm ist. Ich sag nur Force India, erste Kurve in Brasilien damals, in Q3. Zeit verloren, hier kann ich schon was gut machen. Da gehe ich mal kurz zum Gas jetzt. Da habe ich abgekürzt. Also nach dem Randstein links habe ich mal kurz Gas rausgenommen. Das war jetzt nicht gut. Zu spät. Eine Runde gibt das noch her. Vielleicht können wir da noch eine Runde drehen, wenn wir nochmal rausfahren. Mit dem leichtesten Wagen, aber mit abgenutzten Reifen. Zu spät, dritter Gang. Ups. Haha. Ja, der dritte Gang war da einfach Quatsch. Hab Untersteuern verspürt, wollte aber eben auch frühzeitig noch auf dem Gas stehen bleiben. Aber nein. Ja, ich glaube, ich werde es demnächst so machen. Kam mir gerade, als ich an der Boxengasse vorbei bin, in Q3, dass ich es so handhaben werde. Ich fahre nicht gegen die Wand und mache den Wagen kaputt. Nein. Ich fahre zwei gezeitete Runden, dann fahre ich rein, dann fahre ich nochmal mit einer Spritladung für eine Runde. Das ist, glaube ich, der beste Kompromiss für drei Runden. Also mache ich ja gerne hier in Q3, wenn ich da hinkomme, dass ich drei schnelle Runden drehe, mit dem ersten Versuch auf diesen gestellten Reifen, und dann reinkomme, um noch einmal für eine Runde zu tanken und dann auch rauszufahren. Das werde ich umstellen, auf zwei schnelle Runden dann rein und dann eben für eine Runde mitnehmen. Vor allem eben auf langen Strecken wird sich das bezahlt machen, weil wir da eben Zeitprobleme haben. Wenn wir jetzt hier zurückgesetzt? Nee. Wenn man zu weit neben der Strecke fährt, setzt das Spiel einen ja gerne mal zurück. Status Teamkollege. Sebastian auf P3. Na, Rosberg, Hamilton, dann würde ich eben unseren Teamkollegen sehen. Vettel, dann kommt Massa, dann kommen wir vor Perez. Zeitlich passt das für eine Runde. Wir müssen ja zum Glück keine Reparaturzeit absetzen. Wie noch bei F1 2014. Jetzt nicht noch da links reinsausen ohne Frontflügel. Muss nicht sein. Ja, läuft auf jeden Fall ganz gut. Also von der Rundenzeit her muss es noch besser laufen. Ganz klar. In Australien, da muss ich in den ersten vier Rennen am ehesten noch was reißen. Punkte sollten auch in Malaysia bei Trockenheit nehme ich wieder an, in Shanghai und dann eben auch in Sakhir möglich sein, müssen Pflicht sein. Weil wie angesprochen, ich habe ja im freien Training mal die Zeitabstände durchgegangen, ganz grob, 2,5 Sekunden bis Force India und das sollte groß genug, ein Puffer groß genug sein. So, die Reifen werden schön gewärmt, hier werden in Watte gepackt, 4 Minuten noch. Wir fahren bei 2 Minuten raus, dann wäre alles wunderbar. Ich hoffe, die Reifen sind jetzt nicht zu sehr kaputt gegangen.
10%. Ich sag mir, was habe ich zu verlieren? Die Reifen? Die Zeit gönne ich mir einfach. Ich habe die Zeit. Ich habe jetzt nicht heute noch groß was vor. Später dann ins Bett nach dem Rennen. Aber ansonsten gebe ich mir einfach noch die restlichen Minuten. Ich versuch's einfach, weil ich noch nicht das Maximale hier mit dem Wagen auf dieser Strecke rausgeholt habe. Das hätte ich vorhin wirklich mal merken sollen. In Q2, in Q1, wie viel ich da... Nee, nicht in Q1. In Q2. Wie viel ich bei einer schnellen Runde da getankt habe. Ob das ein Kilo wieder zu viel war oder zu wenig. Ich habe mir doch vorhin gesagt, hier waren zwei schnelle Runden möglich. Also mache ich 6. Das war's doch. So, die Reifen sind noch die richtigen. Ja, Zeit haben wir auch noch etwas. Ich schaue euch nochmal kurz auf das Wetter. Sonne, Sonne, Sonne. Anfangs bewölkt, später sind Schauer wahrscheinlich fürs Qualifying. Die Zeiten. Nirgendwo eine absolute Bestzeit. 1,2 Sekunden Rückstand ist viel zu viel. Vettel noch eine gute Sekunde vor uns. Vettel will ich doch gerne mal auf der Strecke ohne Ausfall schlagen in dieser Saison. Dazu muss ich mich strecken, aber ich mache mir da anfangs mal nicht so viel Druck. Ich komme einfach rein, so gut es geht. Ja, da haben wir einen beruhigenden Vorsprung. Ich glaube nicht, dass Perez und die anderen schneller fahren können. Also 5. Platz aufgrund der Ausfälle des Ausscheidens von den Ricardo beim Heimspiel von Daniel Kvyat, was als KI-Kvyat nicht ungewöhnlich ist, war es bei uns auch gerne auch mal nicht. Und dann eben noch Valtteri Bottas. Ich muss mir keine großen Sorgen machen. Perez sollte hinten bleiben und dann kann ich... Habe mir jetzt nicht gemerkt, wie viel Massa Vorsprung hat. Auf jeden Fall einen Angriff nach vorne starten. Wenigstens auf meine eigene Zeit. Ja, zeitlich liegt mir gut. Das passt noch. Dann fahre ich die Runde schnell, denn nach vorne nach hinten passt. Das Erlebnis vorhin mit Rosberg war mir Erlebnis genug. Dass er mich dann eingeholt hat. Abkürzen, aber jetzt gerade nicht so schlimm. Streckenkarte um uns herum immer noch frei. Auf Mager ist das Heck sehr angenehm. Aber beim Herausbeschleunigen profitiert man auch von dem fetten Benzingemisch, wenn man eben die Traktion hinbekommt. Das war jetzt Abkürzen in der Rechtskurve. Ich glaube, da fehlt gerade eine Metermarkierung, die mittlere, ne? Ups. Vettel wieder drin, ist zwar nicht mein Orientierungspunkt fürs Anbremsen. Das ist einfach mein Gefühl, aber es fällt mir gerade wieder auf. Ist, glaube ich, schon vorhin gewesen, oder? Na egal. Zeitlich passt es wunderbar. Vettel ist drin. Mit der ersten Kurve war ich jetzt auch zufrieden. Mal wieder der 4. Gang. Jetzt kam mir hier etwas zu viel das Heck rum. Es war auch den etwas abgelutschten Reifen zu schulden. Dennoch Verbesserung. Jetzt bin ich abgekürzt. Super rausgekommen. Gefällt mir sehr. Fast 4 Zehntel. Das lässt sich doch sehen. Muss ich beim Anbremsen etwas korrigieren. Jetzt habe ich hier wohl den roten Sektor. Oder vielleicht doch grün, aber nur minimal. Mal sehen. Weiter infahren. Ja, rot. Jetzt hier auf jeden Fall nicht abkürzen, das will ich nicht. Oh, die ganze Zeit im ersten Sektor wieder hier verloren. Ja, da fehlt die Markierung. Ist aber nicht mein Punkt, von daher. Man sollte sich die Styropor-Tafeln, na, 4. Gang war nix, sowieso nicht als Bremspunkt festigen, weil die kann man wegfahren. Und mittlerweile werden die bei F1 2015 nicht mehr aufgestellt. Das war ja früher noch anders, auch mit den Pollern vor allen Dingen.
Ja, die Rundenzeit wird nicht besser, oder? Nee. Schade, aber dann kann ich im Rennen hoffentlich noch mehr rausholen. Der Startplatz ist wirklich für mich sehr zufriedenstellend, weil aber eben auch zwei ausgeschieden sind. Und hey, wir freuen uns im Qualifying. Ist ein guter Saisonstart, auch wenn wir schon die Nase verloren haben. Na, Kimi, freut sich. Mercedes hat heute im Qualifying Großartiges geleistet. Beide Silberpfeile stehen beim Rennen morgen in der ersten Startreihe. Dieses Wochenende haben sie wirklich hart gearbeitet und es ist ihnen heute gelungen, beide Autos perfekt abzustimmen. Ob ihnen das auch morgen gelingt, bleibt abzuwarten. Ein hervorragender Startplatz für den Schweden. Ist zwar bloß letzter geworden, aber hey, Platz 10. Für Ericsson im Sauber ist ja wunderbar. Auch für Carlos Sainz der 9. Platz. Klar, die sind alle eben auch davon abhängig gemacht worden, was da die drei gemacht haben. Also der eine Williams und die zwei Red Bull. Und dann kommt Grosjean auf der 8, Max Verstappen 7. auch sehr stark und Perez dann eben auf der 6. Wie auf der 5, heute mal von unten, na sowas. Massa auf der 4, den hätte ich schlagen können müssen im Qualifying. Vettel auf der 3, dann kommt Hamilton und die Pole hat Rosberg. Bin mal gespannt, wer hier in der 5. Saison sich den Titel schnappen wird. Jawohl, nach Abu Dhabi gleich mal wieder Q3 erreicht, wobei mit dem Ferrari sollte das Standard sein. Zufrieden war ich mit meiner Leistung nicht, das muss besser werden, der Wagen ist nicht übel, ich habe da jetzt keine großartigen Probleme erkannt, immerhin fahren wir den zweitbesten Wagen im Feld. Und dann muss ich einfach schnellstens meinen Rhythmus hier und vor allen Dingen eben auf anderen Strecken finden, damit das Duell, der Kampf mit Daniel Ricciardo um den Platz in der Fahrerwertung, so heißt es richtig, beginnen kann. Und von hinten kommen drei Wagen und da besteht auch ein gewisses Gefahrenpotenzial bei Überholmanövern, vor allen Dingen eben Bottas, wenn der von hinten nach vorne will, kann schon einiges passieren. Ja, aber erst einmal, bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao, tschüss.